weiß ich, in meinen Krimis. Meine Güte, ich denke immer, irgendwann steht hier das Sondereinsatzkommando bei mir vor der Tür, weil ich im Netz recherchiere, Waffentypen, Bomben bauen, sonst irgendwie was. Willkommen bei der Weltlesebühne. Heute sind wir zu Gast bei Maike Dörries in diesem wunderschönen Hexenhäuschen. Und wir reden heute darüber, dass du die Rebecca bekommen hast. Einen wunderschönen Preis vom Freundeskreis zur Förderung von literarischer und wissenschaftlicher Literatur. Ja. War das eigentlich dein erster Preis? Nee, das ist nicht mein erster Preis gewesen. Also so wie die Rebecca ja auch ist für langjähriges, begeistertes Übersetzen. Also die Menge der Übersetzungen irgendwie kürt, habe ich von Norla, vom Norwegian Literature Abroad. Die haben mir 2017 auch für mein bisheriges Gesamtwerk norwegischer Übersetzungen, vor allen Dingen im Kinder-Jugendbuch, verliehen. Langjähriges Schaffen, ein gutes Stichwort. Mhm. Wie lange übersetzt du schon? Also ich habe 89 meine erste Übersetzung tatsächlich abgegeben, aber habe über den Anrich Verlag damals, der später zu Bels und Gelberg gegangen ist, habe ich meine ersten Übersetzungsaufträge bekommen und dann auch gleich mit einem der ersten Bücher, Mats Wahl, Die Winterbucht. Das war das zweite Buch, was ich übersetzt habe. Da habe ich eben den Jugendliteraturpreis tatsächlich gewonnen. Und das ist natürlich so, das war ein Türöffner für mich. Und danach ging es dann weiter und ich habe dann tatsächlich anfangs noch 2 Jahre im Verlag gearbeitet als Lektorin. Und seit 1998 bin ich selbstständige Übersetzerin und lebe auch ausschließlich vom Übersetzen. Wie viele Bücher hast du denn jetzt schon übersetzt? Ich bin jetzt, demnächst wird jetzt Ende des Jahres die 300er Grenze gesprengt und aber es sind nicht mehr alle Titel lieferbar, das ist ja klar. Ich habe bei 200 habe ich schon damals gesagt, ich will die Champagnerkorken knallen lassen, das habe ich aber verpasst, weil es ist ja immer bei der Listenvervollständigung, man hat ja immer die Übersetzungen, die ich abgebe und wenn die dann erscheinen, da sind oft so lange Zeiten dazwischen und dann waren plötzlich in der Zwischenzeit mehr Titel erschienen. Aus welchen Sprachen übersetzt du denn eigentlich? Angefangen habe ich nur mit Schwedisch, weil das meine Hauptsprache war, die ich auch gelernt habe und die ich auch spreche und wo man mich nachts aufwecken kann. Die ersten 10 Jahre habe ich Kinder- und Jugendbuch und Schwedisch übersetzt. Und dann so im Laufe der Zeit ist immer mehr dazu gekommen. Das ist dann erst Norwegisch habe ich dazu genommen und dann Schwedisch. Also das ist eine breite Palette, aber die bei den Krimis, da übersetze ich seit über 20 Jahren mit einem Kollegen zusammen aus dem Norwegischen und aus dem Dänischen und aber auch viel alleine. Also viele eigene Titel, die ich da übersetze. Ja, ich übersetze ja auch im Team eben. Es ist eine andere Arbeit bestimmt, ne? Ja, es ist ja nicht die, man hat nicht die halbe Zeit. Also das ist es nicht. Und, aber es ist einfach toll, jemanden zu haben, der den Text genauso gut wie man selber kennt und man nur eine kurze Frage schicken muss und dann kriegt man eine konstruktive Antwort. Oft, wenn man so im Umkreis einfach mal so spontan fragt, sag mal, was könnte man denn dafür sagen oder wie würdest du das beschreiben? Man muss so viel erklären und das ist so toll. Und auch so diese Momente, Frustrationsmomente, die ja bei jeder Übersetzung irgendwann kommen, wenn man so dicht im Text ist und wenn man so keinen Abstand mehr zu dem hat, was man da macht, dann einfach mal ein bisschen eine Schulter
Schulter zu haben, an der man sich ein bisschen ausheulen kann und dann gestützt wird und dann kann es wieder losgehen. Genau. Du arbeitest mit? Ich arbeite zusammen mit Günther Frauenlob. Und es ist ja so toll, so Günther ist zum Beispiel einer, der geht Fliegenfischen, der ist viel draußen auf dem Wasser. Der hat jetzt seit einiger Zeit einen zweiten Wohnsitz in Norwegen. Der hat ganz andere Gebiete, in denen er sich auskennt. So, ich habe dann meine Stärken, er hat seine Stärken, um das so zusammenzubringen, das ist einfach toll. Also da merke ich auch, das ist so, da kann man sich viel mehr erschließen und man traut sich auch viel mehr, Dinge auszuprobieren, genau, und zu machen. Ja. Kinder- und Jugendbuch. Was hast du denn alles Schönes übersetzt? Oh, da muss ich weit ausholen. Ja, das ist ein wunderbarer Kreisschluss, der gleich am Anfang meiner Karriere war, ist die Nachfrage von Oettinger oder Ellermann, die gesagt haben, wir brauchen eine Übersetzerin für eine Neuübersetzung von Vicky und die starken Männer. Das war natürlich, da konnte ich ja gar nicht Nein sagen. Ich habe ja als Kind habe ich so gerne die Zeichentrickserien geguckt und sowas. Und das war einfach, das hat Spaß gemacht. Vicky war so ein Highlight, was ich hatte. Dann ist ein Buch, was jetzt auch schon ich bin jetzt seit 20 Jahren damit beschäftigt, Lasse Maja aus dem Schwedischen von Martin Wiedmark, eine stark illustrierte Detektivgeschichte von einem Jungen und einem Mädchen, die zusammen Fälle lösen und das ganz spielerisch machen, so die Leser mit einbeziehen. Da habe ich jetzt gerade den 33. Band für Überreuter übersetzt. Aber das ist auch so was Schönes, was Spielerisches, was Spaß macht. Und wo ich kenne den Autor persönlich. Ich weiß, was er sich zu den Figuren denkt. Das ist auch so was, ja, die Sprache ist einfach drin und die sind ähnlich aufgebaut. Und das ist so eine schöne Abwechslung, wenn ich so zwischendurch dann meine grausamen Krimis übersetze. Und dann kommt wieder so eine schöne Detektivgeschichte. Das ist immer sehr erleichternd. Also das ist sowieso viel bei der Kinder-Jugendliteratur. Da habe ich das Gefühl, ich komme so bei was ganz Vertrautem an. Man kann ja auch sagen, umso älter ich werde, umso weiter entferne ich mich eigentlich von denen. Aber ich merke, dass diese Wortspielereien, und da sind die Skandinavier, sind da sehr vorweg. Also die trauen sich einfach Dinge und die haben sich früh Dinge getraut im Kinderbilder- und Jugendbuch, die hier erst nach und nach gekommen sind. Also jetzt ist das alles inzwischen etwas mehr angeglichen, als es früher war. Aber skandinavische Bücher machen Spaß im Kinderbuchbereich. Und ich muss zugeben, dass ich auch die Vorliebe für die etwas skurrilen Geschichten habe. Es gibt natürlich auch sehr viel tiefe, sehr ernste Literatur in diesem Bereich. Aber wenn ich es mir aussuchen darf, dann mache ich wirklich die Sachen, die witzig sind, ein bisschen schräg sind, politisch nicht immer ganz korrekt sind und solche Sachen. Das finde ich spannend. Ja, also skurril kommen wir zu deinem vielleicht im Augenblick berühmtesten Kinderbuch. Ich habe hier schon mich ein bisschen umgeguckt im Haus. Überall sind kleine Häuschen, wo die kleinen Kobolde hausen dürfen. Du übersetzt? Ich übersetze auch Sven Nordqvist, Pettersson und Findus. Genau. Genau, das ist ein richtig schönes Geschenk, was Angelika Kutsch, die damit angefangen hat und die einen Großteil dieser Bücher übersetzt hat, dass sie mir irgendwann gemacht hat, indem sie mir zugetraut hat, dass ich dieses nicht ganz leichte Erbe von ihr fortsetzen kann. Und ich habe das sehr ehrfurchtsvoll und mit vielen Schweißperlen habe ich das übernommen und es hat funktioniert und es hat auch den Segen von Sven Nordqvist bekommen, dass er hatte, glaube ich, an zwei Begriffen, die ich anders gewählt hatte und ich musste mich ja davon lösen. Ich konnte ja ich konnte das ja nicht imitieren und nachahmen, was sie gemacht hat, sondern musste meine eigene Sprache finden und habe dann bis auf diese wenigen Begrifflichkeiten, wo ich gesagt habe, da können wir uns darauf einigen, dass ich da das übernehme und das mache,
habe ich das gut hingekriegt und bin sehr glücklich bei Pettersson und Findus jetzt durch den Hühnerstall. Und wollen wir mal ein Beispiel nennen, eine besondere Schwierigkeit, weil also wenn man ja Bilderbuch, ich mache das ja auch und es ist manchmal nicht ganz einfach, ne? Ja, es ist, also beim Bilderbuch muss man ja sowieso, es wird so schnell gesagt, irgendwie sind ja nur ein paar Worte, die übersetzt werden sollen, aber es ist ja immer dieser Zusammenhang zwischen Illustration und Text. Also das muss stimmen und in der deutschen Übersetzung wird der Text immer ein bisschen länger als in der Originalsprache. Und da muss man auch mal drauf achten, passt es rein. Also ich habe jetzt gerade von den Detektivgeschichten Lasse Meyer übersetze ich jetzt gerade einen Comic. Ganz, ganz schwierig, weil die Sprechblasen oft so knapp bemessen sind, dass ich gar nicht direkt eins zu eins übersetzen kann, was da steht, sondern Texte kürzen muss. Oder es ist, die Zeichnung passt nicht zu dem, was da irgendwie dargestellt ist, bildlich dargestellt ist. Also da sind so viele Stolpersteine und da muss wirklich das Wort stimmen. Es muss einfach genau stimmen. Und also da habe ich auch wieder Sven Hotquist ist ein schönes Beispiel mit seinem, ich glaube, das war sogar sein erstes veröffentlichtes Bilderbuch, ich kann gar nicht genau sagen, wann das erschienen ist. Das heißt im Deutschen, kann es ja, Antons Reise durch das Alphabet. Und beim schwedischen Titel sieht man schon Agathon Öhman alphabetet. Man kann sich schon von vornherein denken, die Alphabete stimmen nicht ganz überein. Wir haben von A bis Z und die haben von A bis Ö. Und beim Buchstaben C kriegte ich schon die ersten Probleme, weil da ein Schuppen mit lauter Fahrrädern drin und mit einem großen Rohr C auf dem Dach gewesen ist. Und das sollte Cykelaffär, ein Fahrradladen, heißen. Ja. Ja. Und da haben wir weder das F vom Fahrradladen noch das Rad konnte da verarbeitet werden. Und da mussten wir dann überlegen. Und da Sven Nordqvist aus nachvollziehbaren Gründen nicht bereit war, eine neue Illustration zu machen für diese Seite, haben wir es dann nach langen Überlegungen und langen Diskussionen wenigstens geschafft, dass wir retuschieren durften. Und dann haben wir aus diesem Sückel-Affair haben wir dann ein Café gemacht mit einem C auf dem Dach und haben ein bisschen einen neuen Text geschrieben und sowas. Also das sind so Herausforderungen. Da macht man sich manchmal gar nicht richtig klar, wie lange Zeit da diskutiert werden muss und überlegt werden muss und immer hin und her. Und es hätte passieren können, wenn Sven Nordqvist sich dagegen gestellt hätte, gegen unsere Vorschläge, dann wäre dieses Buch vielleicht nie erschienen. Was sehr schade gewesen wäre, weil es ein sehr hübsches Buch ist. Man sieht auch, dass du mit Engagement und mit Herzblut dabei bist. Und ja, das ist auch immer das, was ich so jetzt denen, die nachkommen. Also es ist natürlich ganz toll am Anfang, wenn man dann noch als Nesthäkchen steht irgendwie und in diesen ganzen Bereich reinkommt. Und du ja wahrscheinlich auch. Wir sind zu einer Zeit da reingekommen, als es noch nicht diese Vernetzungsmöglichkeiten übers Internet gab. Ich hatte noch kein Internet, als ich angefangen habe zu übersetzen. Und ich hatte auch kein Handy und alle diese Dinge. Das war sehr viel mühsamer, da reinzukommen. Aber ich finde, es hat sich gelohnt, so dieses wirklich dranbleiben und ein Durchhaltevermögen zeigen und einen langen Atem zeigen und so über diese Phase des Klinkenputzens wegzukommen. Und natürlich war das dann toll, wenn sich auch Sachen, wenn ich nicht nur alles rantragen muss an den Verlag, sondern wenn Angebote vom Verlag kommen und ich entscheiden kann, ja oder nein, das möchte ich machen. Das ist natürlich toll, wenn es irgendwann mal dahin kommt. Aber ich finde es eben auch toll, jetzt so die Erfahrungen, die ich gemacht habe, jetzt Jüngeren und Anfängern und Übersetzungsinteressierten nahezubringen und eben nicht nur zu sagen, meine Güte, wir haben einen Job, der nicht sonderlich gut bezahlt ist, wo man wirklich rechnen muss, der einem schlaflose Nächte machen könnte. Das Bedürfnis habe ich nicht. Natürlich muss man das sagen und natürlich muss man sie darauf vorbereiten. Aber man muss auch sagen, wenn ihr auch dieses, also so ein Durchhaltevermögen nicht habt und wenn ihr euch nicht selber auch
begeistern könnt für diese Sache. Also dann hätte ich auch schon lange, glaube ich, was anderes gemacht. Aber wie gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich bin froh darüber, dass es da ist, dass ich bei einem Alltagsfrust, aber der Frust ist eher wirklich so die äußeren Rahmenbedingungen oder der Zeitdruck oder solche Dinge. Aber inhaltlich ist das echt der tollste Job, den man machen kann. Obwohl wir so wenig Geld haben, ja. Sind wir trotzdem alle zufrieden. Ja, so wie man jetzt wieder gesehen hat, jetzt wo die Veranstaltungen wieder losgehen und man sich wieder trifft. Wolfenbüttel Übersetzertagung. Ja. Was waren da glückliche Menschen, die sich wieder gesehen haben und da war keiner, der irgendwie gesagt hat, mit dem sitze ich nicht am Tisch oder so. Das ist wirklich was, da muss ich auch sagen, das ist was unglaublich Bereicherndes im Leben. Genau, und wie gesagt, also nette Menschen, die man kennenlernt, interessante Menschen, so viele verschiedene Welten, in die man abtauchen kann, richtig bekloppte Geschichten, in die man abtauchen kann. Also da begegnet einem ja auch viel, aber es ist einfach abwechslungsreich. Ja. Und also mit was für abstrusen Themen, wenn ich denke, so von Mats Wahl, ein historischer Jugendroman, da kam drin vor, eine 1800 noch was, ein Robbenfangkasten. So toll, hätte ich mich in meinem Leben nicht mit beschäftigt. Ja. Und der sehr genau beschrieben wird und wie der funktioniert und solche Sachen. Oder Fliegenfischen oder Segeln oder Jagen, lauter Dinge oder was weiß ich, in meinen Krimis. Meine Güte, ich denke mal, irgendwann steht hier das Sondereinsatzkommando bei mir vor der Tür, weil ich im Netz recherchiere, Waffentypen, Bomben bauen, sonst irgendwie was, irgendwelche Mordmethoden. Also spannend, man muss nicht alles im Gedächtnis behalten. Manche Dinge legt man dann am besten in der Mappe und in der Akte ab, so wie die Krimis, damit man noch schlafen kann. Aber ja, einfach spannend. Danke.